Moin, ihr Milchfeinschmecker. Hier ist Thorsten aus der Mittelweserregion. Ich will euch heute mal was erzählen über die Ausbildung, landwirtschaftliche Ausbildung. Wir selbst sind ein Ausbildungsbetrieb, bilden schon seit 1984, also mein Vater hat das schon gemacht, bilden wir schon aus. Und uns macht das eigentlich richtig großen Spaß, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Man bleibt selbst ein bisschen jung. Und sein Wissen an die nächste Generation oder junge Leute weiterzugeben. Das macht mir persönlich, mein Vater hat das auch schon Spaß gemacht und mir macht es auch sehr viel Spaß. Man muss sich dann auch oft hinterfragen, oder ob man auch alles richtig macht, so wie man es macht. Kriegt vom Auszubildenden vielleicht auch mal einen Tipp, wie man es anders machen könnte. Und gerade dieses Hinterfragen ist immer eine ganz schöne Sache. Wir haben jetzt im Moment unseren jetzigen Auszubildenden. Moin. Ist Tim Sch. Tim ist seit Anfang Oktober bei uns. Er ist also ein bisschen später. Normal fängt die Ausbildung 15.07., 1.08. an. Wir hatten auch erst jemand anders. Aber in der Landwirtschaft ist es anders als in anderen Ausbildungsberufen. Es ist doch ein sehr enger Bezug zu der Familie. Wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen Mittagessen, Abendbrot ist auch zusammen. Manchmal quatschen wir auch noch mal eine halbe oder Stunde nach dem Abendbrot, vielleicht auch mal bei einer Flasche Bier und sprechen dann auch über Privates oder auch über Landwirtschaftliches oder Agrarpolitik. Tim hat auch viel mit unseren Kindern zu tun. Die hängen ihn auch immer auf dem Schoß und am Rockzipfel und macht Tim auch ganz super. Er geht auch toll mit den Kindern um. Und wenn das denn so wie bei unserem ersten, den wir ab Sommer hatten, bis Tim dann kam, manchmal passt es halt nicht und dann haben wir beideseitig gesagt, ja gut, wir hören das auf. Er hat einen anderen Betrieb gefunden, fühlt sich jetzt wohl. Wir fühlen uns mit Tim sehr wohl und das klappt ganz gut. Und Tim kann ja. Kannst du auch noch ein bisschen sagen? Ja, Thorsten hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Tim, bin 22 Jahre, mache jetzt die zweite Ausbildung schon. Ich habe vorher Landmaschinenmechaniker gelernt und möchte Landwirtschaft lernen, weil mir der Beruf einfach Spaß macht. Ich bin auf dem elterlichen Betrieb zu Hause aufgewachsen. Mit den Tieren war immer voll mit dabei und war schon begeistert von vornherein und wollte schon immer Landwirt werden. Ich habe vorher die Mechanikerausbildung zum Landmaschinenmechaniker gemacht, um noch so ein bisschen andere Einblicke mit zu haben. Und habe mich dann aber doch entschieden, dass ich jetzt in der zweiten Ausbildung in der Landwirtschaft noch mache, weil ich es einfach total gern habe mit den Kälbern, wie man jetzt hier steht, umgeht oder auch immer in der freien Natur ist, an der frischen Luft ist und immer Abwechslung hat. Man kann eigentlich nie irgendwie groß was planen und das macht so ein bisschen den Reiz der Landwirtschaft aus, sage ich mal. Ne? Mit dem Wetter und mit den Tieren immer irgendwo abhängig, aber auch unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Ja. Ja. Das denke ich, das hat es ziemlich getroffen, dass man auch immer improvisieren muss, was man gerade macht. Und das macht mir persönlich auch ganz viel Spaß. Tim ist jetzt in der Endphase der Ausbildung, hat jetzt noch ein paar Lehrgänge und dann geht's los ab in die intensive Prüfungsvorbereitung. Das machen wir gemeinsam. Ein bisschen muss er sich auf den Hosenboden setzen, ein bisschen machen wir praktisch noch. Und dann hoffen wir mal, dass er dann im Anfang Juli, Mitte Juli eine erfolgreiche, sehr gute oder gute Ausbildung oder Prüfung macht. Ich bin da fest von überzeugt. Und dann, dann ist Tim dann auch fertig gebackener Landwirt. Gut, jetzt, wenn ihr Lust habt, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, die landwirtschaftliche Ausbildung auch zu machen, wenn ihr da wirklich Interesse habt. Man muss gar nicht immer vom Hof kommen. Wir hatten auch schon einige Landwirte oder Auszubildende, die gar keinen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause hatten. Aber ich habe denen immer gesagt, die haben fast eine hundertprozentige Chance, später einen Job zu kriegen. Also die sind die wenigsten, die irgendwo dann nachher beim Arbeitsamt sitzen und einen Job suchen. Weil die Betriebe werden größer und es werden Arbeitskräfte gesucht. Und da muss man nicht immer unbedingt einen Hof haben. Also, wenn ihr Lust habt mit Umgang in der Natur, mit Tieren, mit Maschinen, dann könnt ihr euch auch bei uns bewerben oder bei der Landwirtschaftskammer.
anfragen, wo Ausbildungsbetriebe sind. Bewerbt euch und schnuppert einfach mal rein. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.